Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Animal Crossing New Horizons, heute auf meinem richtigen Hauptaccount, quasi, da wir heute nämlich schlummern wollen, I guess. Aber zuerst müssen wir hier noch auch auf dem Account in den Briefkasten gucken, denn da haben wir einen Brief vom Mask, bzw. Scalibars Abenteuerwelt, die mir die 2 Millionen Sternis geschenkt hat. Ihre Insel heißt Atlantia, wie auch immer. Und ich soll den im, Part öffnen. Sie schreibt: Hey Marius, wollte nochmal bedanken, dass ich auf deine Insel kommen durfte. Sehr, sehr gerne. War mir ein Vergnügen. Ist auch mein Favoritbrief jetzt geworden. Lieben wir. Ja, danke auf jeden Fall für den Brief. Finde ich sehr nett. Könnt ihr auch mal Briefe schreiben. Je nachdem. Mojo, wenn du mal um die Wette laufen willst, bin ich immer dabei. Ich spreche jeden Tag mit meinen Muskeln. Das ist wie bei Pflanzen. Sie wachsen dann besser. Okay, okay. Hier liegen auch noch Sternis. Ihr seht wahrscheinlich, mein Inventar ist rappelte voll. Aber, wir gehen erstmal hier rein. Ich zeige euch heute den ersten Hauptraum meines Hauses. So, und da hätten wir ihn auch. Ist, denke ich mal, was anderes. Hier sehen wir halt auch diese Abzeichen. Ich glaube, die werden wir auf dem anderen Account niemals bekommen. Weil die bekommt man, glaube ich, für eine Anzahl gespendeter Sachen, aber ich bin mir nicht sicher. So, zum Schlummern müssen wir uns ins Bettchen legen. Soll ich eine Runde schlafen? Schlafen klingt gut. Ich habe das selbst noch nie gemacht im Übrigen. Ich bin sehr gespannt, was jetzt hier kommt. Oha, ist schon cool gemacht. Schlummern konnte man schon in Animal Crossing New Leaf im Übrigen. Hallo, ich konnte gar nicht vorlesen, was da stand. Willkommen. Wenn ich mich nicht irre, stammen Sie aus Hedding, korrekt? Ja, der berühmte Marius. Ja, wissen Sie das? Nur wenigen ist so ein sanfter Schlummer vergönnt wie jenen aus Heldigen. Doch vergeben Sie mir, ich muss mich ja noch vorstellen. Mein Name lautet Serenada. Ich bin eine Art Bibliothekarin für Träume. Serenada. Erinnert ihr euch, die hat uns auch mal einen Brief geschickt. Mit einem Bett, soweit ich weiß. Was für Träume denn? Träume sind die Manifestation einer Erinnerung, die jemand hegt und dann im Internet hochlädt. Meine Rolle ist es, diese Träume zu katalogisieren und für Reisende zugänglich zu machen. So ist es möglich, im Traum weit entfernte Inseln zu besuchen, ohne ein Flugzeug betreten zu müssen. Wenn Sie sich auf die Reise begeben möchten, sagen Sie einfach, ich möchte träumen. In meiner Bibliothek befinden sich schon viele Träume, doch ich bin immer an Neuzugängen interessiert. Wenn Sie es wünschen, könnte ich auch Ihr schönes Heldigen der Sammlung hinzufügen. Ich schicke Ihren Traum durch die Röhren des Netzes und teile ihn mit der Welt. Wenn Sie Heldigen als Traum mit anderen teilen möchten, sagen Sie Traum teilen. Ich hoffe, all Ihre Fragen wären damit zuerst einmal beantwortet. Also, was kann ich für Sie tun? Traum? Teile ruhig mal meinen Traum. Sehr wohl, dann müsste ich Sie bitten, die folgenden wichtigen Informationen durchzulesen. Wichtige Info zum Teil von Träumen. Wenn du einen Traum deiner Insel teilst, können andere Spieler, auch solche, die du nicht kennst, eine Traumversion deiner Insel besuchen. Das bedeutet, dass Daten deiner Insel und ihrer Bewohner, die zum Zeitpunkt des Teilens deines Traumes aufgezeichnet wurden, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Dazu zählen die Namen und Passeinträge aller Einwohner, das Aussehen deiner Insel, Zimmer in Häusern, eigene Designs, Beiträge an schwarzem Brett und andere Inhalte. Gut, der Rest ist ganz einfach. Ich werde zunächst Ihre Erinnerung an Heldigen in einen Traum umwandeln. Diesen werde ich dann über das Internet meiner Traumbibliothek hinzufügen. Oh, ein wichtiges Detail gilt es noch zu beachten. Besucher Ihres Traumes können sich frei bei Ihrem Design-Tausch-Terminal bedienen. Sehen Sie sich
Sehen Sie sich gegebenenfalls vorher in Ihrem Designtauschterminal nach, welche Designs zugänglich werden. Betrachten Sie diese Designs am besten als Souvenirs für die Besucher von Helldegen. So, das sollte alles sein. Dann zapfe ich jetzt Ihre Erinnerung von Helldegen an. Bereit? Ja. Wunderbar, dann stelle ich jetzt eine Verbindung zum Internet und zur Bibliothek der Träume her. Deswegen im Übrigen habe ich meinen Hauptaccount genommen, weil ich denke, man braucht Nintendo Switch Online und das habe ich ja auf dem anderen Account nicht. Erledigt. Ich werde nun Ihre Erinnerung an Helldegen in einem Traum festhalten. Schließen Sie Ihre Augen. Lassen Sie Helldegen vor Ihrem geistigen Auge erscheinen. Entspannen Sie sich. Okay. Ich finde das eigentlich ehrlich cool. So haben wir wenigstens heute auch was Neues. Hallo, es reicht. Bro, was? Wie lange dauert das? Also Traumteilen mache ich nicht nochmal. Ich weiß nicht, das hat übel lange gedauert und es ist nichts passiert. Ich habe dann einfach ausgemacht. Sehr gern, da müssen wir nur noch einige Formalitäten klären. Für Träume benötigt man wie für fast alles heutzutage eine Verbindung zum Internet. Möchten Sie eine bestimmte Insel erkunden, gibt es zwei Möglichkeiten. Wenn Sie wissen, geben Sie mir die Schlummeranschrift. Das ist die einzigartige Erkennung eines Traums. Oder Sie nennen mir den Namen Ihrer Trauminsel und ich werde versuchen, sie zu finden. Falls Sie sich jedoch überraschen lassen möchten, kann ich auch gern einen Traum für Sie aussuchen. Oh, und ein weiterer Stolperstein wäre noch zu erwähnen. Träume sind fragil und schwer greifbar. Zu Ihrer eigenen Sicherheit dürfen Sie nichts dorthin mit hinnehmen. Aber keine Sorge, sobald Sie erwachen, erhalten Sie natürlich all Ihre Besitztümer zurück. Damit wären Sie eigentlich bereit. Möchten Sie die Bibliothek der Träume betreten? Ja. Dann versuche ich jetzt nochmal eine Verbindung zum Internet herzustellen, ja? Ja, und ich hoffe, das geht diesmal. Oh, Speichervorgang. Das ging jetzt sehr schnell. Wie darf ich den Traum denn heute für Sie heraufbeschwören? Ich denke, wir machen dann doch einfach... Ja, eine Überraschung. Ist doch sehr nett. Sehr gern. Entspannen Sie sich und genießen Sie den Traum, den ich für Sie finden werde. Danke. Wunderbar. Dann können wir getrost fortfahren. Schließen Sie Ihre Augen und entspannen Sie sich. Freut mich. Ach weh, das geht jetzt aber wieder nicht. Öffnen Sie Ihren Geist dem Datenstrom und betreten Sie den Traum von Midgard. Oha. Öffnen Sie nun Ihre Augen. Sie befinden sich in einem tiefen Schlaf. Sie träumen von einer Insel namens Midgard. Wenn Sie aufwachen möchten, legen Sie sich auf dieses Bett. Ich hole Sie dann zurück. Sollten Sie Fragen zu Träumen haben oder Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an mich. Ich wünsche Ihnen süße Träume von Midgard. Danke. Es sieht schon sehr voll hier alles aus, aber das freut mich. Wir gucken mal ins schwarze Brett. Midgard heißt seine Besucher willkommen. Habt Spaß auf meiner Insel, Olli. Ah ja, cool. Ist sogar ein Deutscher. Das finde ich sehr schön hier. Das ist so ein kleiner Springbrunnenpark quasi. Hat was. Also wenn ihr Schwimmercodes für mich habt, könnt ihr mir die auch gerne schicken, falls es vielleicht anders nicht so möglich für euch ist. Das passt dann auch. Hier haben wir... Können wir die Karte uns angucken? Wir haben, glaube ich, noch nie die Karte angeguckt. Er hat Tentaron, Bella, Mareile, Robby, Apollo, Erika, Anton, Hilda, Marianne und Vivian. Cool, er hat auch sehr viel bebaut.
Das finde ich sehr nice. Theoretisch könnte ich ja auch alles kaputt machen, ja. Aber das wird halt nichts auf seiner Insel ändern, soweit ich weiß. Cool hier mit den Booten. Sowas ist halt so Sachen. Auf sowas komme ich leider nicht. Aber ist doch schon ganz nett. Soll ich mal hier reinhüpfen? Wir haben ja schon mal gesehen, was die Röhren machen. Man kommt dann echt woanders raus, ja? Das ist ja cool. Weiß ja, ist natürlich nicht genau, wo ich bin, aber. Das ist noch so eine Steinbogenbrücke. Und ich kann mich jetzt gerade leider nicht so richtig orientieren. Das hier ist natürlich auch cool. Ich habe auch überlegt, bei meinem Spinosaurus so die Fußbodenspots ein bisschen zu platzieren. Mich triggert es nur, dass der hier anders platziert ist. Bitte ändern. Im Großen und Ganzen hat er hier schon viel schön designt eigentlich. Hier auch mit den ja, Sprungdingern und einer goldenen Rose. Ich kann einfach die Fossilien abnehmen, lol. Ja, bringt aber natürlich nichts. Aber einen Moment. Kann man sich so ein vollständiges Museum ansehen? Theoretisch doch schon, oder? Hier ist im Gegensatz zu anderen Stadtteilen ein bisschen leer. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich mit den Charakteren reden soll, weil hat jetzt erstmal keinen großen Mehrwert. Das ist ja alles nur ein Traum. Was ist das? Ach, so ein Sitzstein. Das ist auch cool. Hier ist das Muscheltor zum Steg, Leute. Das ist cool. Das ist so simpel, aber so cool. Mit einem Bernstein, weil man ja Bernstein an Stränden finden kann. Das ist cool. Habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Ja, aber ich finde es wirklich cool. Dass er hier so Fußbodenspots vor den Häusern hat, finde ich immer ganz nett. Und auch die platzierten Gullideckel wirken so natürlich, genauso wie die Laternen alle. Real Talk, das ist gut. Ein Roller, Motorroller natürlich. Sowas habe ich mir auch vorgestellt mit der Statue, wie ich es erwähnt habe. Da könnte man dann halt sowas machen. Das finde ich gut. Also im letzten Part, falls ihr euch erinnert. Was haben wir hier oben? Ist das eine Art Freizeitpark? Ja. Episch. Man kann zwar leider nicht so viel damit machen, aber... okay. Aber okay. Hä, ich finde das toll. Er hat seinen Platz wenigstens richtig genutzt, nicht so wie ich. Hi. Bella? Ja. Kennen wir uns, Gänseblümchen? Ach, wen kümmert's jetzt? Kennen wir uns. Ja, also, hau rein. Wirkt erstmal sehr sympathisch. Hier haben wir eine Art Friedhof mit Gedenkstein und Grabstein. Hier liegt eine Goldkanne, cool. Hier haben wir so ein Unterstellding. Ich weiß nicht genau, wie man es nennt, aber ist cool. Da sind noch mehr Röhren. Alter. Hier mit den Aufwegen ist das schon cool gemacht. So kann man immer sehr leicht zu Rainer, theoretisch. Was, das kann schießen? Wie nice. Und das hier ist halt auch alles so Piratenzeug. Das passt ja irgendwie zu Rainer. Das war auch zu Gulliver, ja, aber ihr wisst schon, was ich wahrscheinlich meine. Hier haben wir den Vulkan. Okay, nice. Das hier ist auch episch. Hey, da hinten ist ein Mond. Er hat auch mega viele Aufgänge. Was sehr wichtig ist. Auch hier sehr viel so Savanne, Wüste, all sowas. Baobabbäume. Kiefer, Kakteen. Hier nur das Unkraut stört mich. Das muss weg. Ansonsten... Was ist das hier? Das ist so die Technik auf der Insel. Das ist auch wichtig. Klar. Auch hier mit dem Telefonmasten. Sonst ein paar Sandwege. Real Talk, ich finde die Insel mega schön.
Hier haben wir sehr viele Naturbereiche. Hier ist der Goldobskulator. Den habe ich auch auf der Insel. Wisst ihr bestimmt. Mal sehen, was wir hier noch so finden. Die Insel wirkt so endlos groß auf mich. Hier ist so ein alter Mineingang einfach. Mit Lore davor. Ist auch sehr gut gemacht. Und das? Was haben wir hier? So eine alte Burgruine oder? Wie ist das gedacht? Ah, und das habe ich mir unter Obstgarten vorgestellt. Genau das wollte ich auch machen. Einfach genauso. Das ist ein Traum. Das finde ich so schön. Katze, schau, Gänseblümchen. Wie hast du das angestellt? Einfach so aus dem Nichts aufzutauchen, Rabbit. Mareile kenne ich auch vor allem aus Domtendos LP. Hier haben wir den Leuchtturm und Windräder. Cool. Da liegt noch mehr Bernstein. Ach, das finde ich Real Talk ein schönes Detail. Hier haben wir noch mehr so Ruinartiges und Burgmäßiges, aber auch so, ja, antike Tempel-Vibes. Finde ich auch gut. Hier ist noch ein anderer Minenausgang, beziehungsweise Eingang. Hier noch eine Statue, die dazu passend ist. Hier haben wir ganz viele Geldbäume. Weird Flex. Wie viel hat er da angepflanzt? 10.000. 10.000. 10.000. Noch mal mehr oder so? Nee, scheint erstmal nicht so. Hier, der Strand ist auch immer gut dekoriert. Hier haben wir eine kleine Blumenwiese mit Rosen. Alle gezüchteten Varianten. Brauche ich euch ja gar nicht mehr zeigen. Hier hätten wir Maiglöckchen. Was für Maiglöckchen? Schneeglöckchen. Oder? Ich habe ja leider kein Tool. Schade. Das hätte ich mir mal genauer angesehen. Und das hier ist sein Haus? Einfach so ein japanischer Tempel mit Piratentürschild. Wir schauen uns das mal an. Und die Einrichtung wirkt auch genauso. So, dass man ja so auf dem Boden sitzt, das ist ja sehr, sehr typisch dort. Finde ich deswegen auch sehr gut gemacht. Hier haben wir die Bambus-Lautsprecher. Eine Art Kristallkugel, was auch immer. Einen Gong. Ein Tor. Und allgemein auch viele Bilder. Ach, von seinen... Erwartet mal. Uns das mal kurz genauer an. Von seinen Bewohnern, ja. Ah, wie hieß sie? Boah, scheiße, ich weiß nicht mehr ihren Namen, aber ich hatte die New Leaf. Ich muss überlegen, aber er hat sogar ein Bild von Coffee. Wo hat er denn das Bild von Coffee? Boah, mir liegt der Name auf der Zunge, aber mir fällt es leider nicht ein. Das ist auch episch hier. Auch hier mit den Deckenlampen. Sehr schön gemacht. Hier hätten wir dann ein weiteres Zimmer, ein Wohnzimmer eher so. Auch sind natürlich alles japanisch angehaucht. Und das ist einfach wunderschön. Real Talk, das hat einen Vibe, den kann ich gar nicht beschreiben. So muss ein Zimmer aussehen. Einfach perfekt eingerichtet. Ich kann es mir nicht schöner vorstellen eigentlich. Na gut, man könnte hier vielleicht noch oder hier was hin platzieren. Ja, aber dann ist es sehr voll. Ich glaube, das ist bewusst so gewählt, dass es eben nicht so voll ist. Das hat dadurch was sehr, sehr Gemütliches auch. Hier hätten wir das Schlafzimmer, I guess. Auch sehr schön. Gefällt mir. Auch hier mit der Bambuslampe. Mit dieser Bambus... What?
Was ist das denn hier? Okay, damit habe ich gar nicht gerechnet. Und was ist das? Einfach nur Deko, aber auch schön. Hier hat er auch mit der Kontrasttapete gearbeitet, wie ich sehe. Das passt hier sehr gut rein. Hier ist noch ein Fernseher. Kann man abends noch chillen. Und hier hätten wir ein Esszimmer. Auch cool. Also Ess- und Küche natürlich. Hier mit diesem großen Herd. Sehr schön. Das ist gar nicht so übertrieben wie bei mir zum Beispiel. Er hat das, was man gebrauchen könnte, inklusive Slush-Maschine scheinbar. Warum nicht? Ich liebe seinen Baustil, seinen Einrichtungsstil halt, ne? Das sieht sehr gut aus. Das gefällt mir. Und auch hier der Boden ist sehr passend für eine Küche. Genau sowas habe ich mir halt auch gedacht. Er hat auch einen riesen Kühlschrank. Weiß gar nicht, wo man den herkriegt, aber gut. Ich sehe hier halt auch Möbel, die habe ich vorher noch nie gesehen. Das hier, das finde ich crazy. Und das ist ein Keller. Ein wirklicher Hobbyraum, wie ich sehe. Hier haben wir die ganzen Automaten. Was, also gefühlte Arcade, das ist ja der halbe Arcade halt. Und hier die Pinball Games, die verschiedenen Designs. Mit dieser so Graffiti Wand passt das super gut hier rein, mit diesem Boden, der auch eher abgenutzt wirkt. Aber wartet mal, hier sind eigentlich, nee, der wirkt nicht. Hier sind auch coole Sachen. Ein Billardtisch und ein Dart-Spiel. Sorry, dass ich manches erst immer so Pause dazwischen sage, aber naja. Cool, also so der Hobbyraum quasi. Was halt auch zur japanischen Kultur irgendwie passt. Hier noch ein Kicker. Natürlich passen die Arcades vor allem hier rein. Und vielleicht auch noch die Flipper. Aber es ist schon sehr gut eigentlich. Mir gefällt das. Und die Tapete passt auch. Da hätten wir hier das Badezimmer. Ein Bonzen-Badezimmer, wie ich sehe. Sehr groß. Die Trennwände allgemein super platziert. Die machen hier wirklich mal richtig Sinn. Was, wie nennt man das? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall mit Licht. Sehr wichtig. Das ist eine Art Moosteppich. Das hier habe ich ja auch. Eine richtige Waschmaschine. Nicht nur so eine Toplader. Das ist aber eher so etwas, was jetzt nicht zur japanischen Kultur passt, soweit ich weiß. Weil die Japaner haben eher die Toplader-Waschmaschinen, weil da ja die Behausungen sehr, sehr eng sind. Deswegen nutzen die die eher, soweit ich weiß. Hatte nur mal Ascalta in dem Video erzählt, in seiner Roomtour. Hier noch eine richtige Badewanne. Und das ist eine begehbare Dusche, ne? Ja, genau. Also nicht irgendeine freihängende, die wir haben. Die Tapete ist, denke ich, okay. Kann man hier machen. Also, warum nicht? Nur den Boden weiß ich nicht. So Holz, das sippt. Das wird halt richtig süffig irgendwann, wenn das nass wird. Und das ist halt schon so eher Laminatboden oder eher wie so, eher sowas halt. Nee, das muss dann im Bad, glaube ich, nicht sein. Teppich kann man noch machen, damit man, ne, sich da draufstellen kann so. Und keine kalten Füße kriegt. Aber zu den Holzboden, ich glaube, den sollte man wechseln. Und das passt halt eigentlich hier zur Tapete schon rein. Beziehungsweise halt zur Wand. Für mich ist es halt keine Tapete eigentlich, aber ne, ihr wisst schon. Ja, ist ein echt schönes Haus, aber. Gut, ich glaube, wir haben aber jetzt auch alles gesehen. Obwohl, das hier vorne, was ist denn hier? Da liegen auch noch Sternis einfach drin. Was? Warenabgang? Wareneingang? Verkauft er hier Sachen oder wie? Hallo Apollo. Hey, grüß dich, wir kennen uns noch nicht. Bist neu hier oder nee? Ich bin vielleicht neu hier, wer weiß. Ist ja eigentlich auch egal. Ich freue mich jedenfalls, dich kennengelernt zu haben.
Und ich kann nicht reden. Apollo müsste ich auch mal für eine kurze Zeit, ich glaube, in Let's Go to the City gehabt haben. Aber ist jetzt nicht so der Rede wert. Mit ihm verbinde ich nicht so viel wie mit der anderen, dessen Name mir immer noch nicht einfällt. Mir liegt es aber wirklich sehr auf der Zunge. Aber egal. Wir verpissen uns. Möchten Sie erwachen oder lieber noch eine Ehrenrunde im Schlummerland einlegen? Ich möchte erwachen. Wunderbar, schließen Sie die Augen und entspannen Sie sich. Und nun stellen Sie sich die schrillen Töne eines Weckers vor. Wenn Sie die Augen öffnen, werden Sie in Ihrem Bett liegen und ich werde weg sein. Bis zum nächsten Mal, werter Marius. Vielen Dank. War sehr coole Erfahrung, das mal gemacht zu haben. Lol, wie wir da liegen, ist ja mega sick. Die Animation ist mal was anderes. Aber schön, dass es auch sowas gibt. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich gehe noch mal kurz ins Service Center. Nur halt, damit ich mit dem Account nicht nachher noch mal spielen muss. Hier ist ein Haufen Zeug drin. Ich hole mir das dann mit meinem anderen Account. Ich danke euch aber schon mal vielmals für eure Aufmerksamkeit dieses Parts von Let's Play Animal Crossing New Horizons. Wir haben ja jetzt mal wirklich was anderes wieder gemacht. Ich hoffe, euch hat das auch mal gefallen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mir, wie gesagt, gerne eure Schummercodes schicken. Damit habe ich kein Problem. Aber ansonsten, ja, gibt es nicht mehr viel zu sagen. Ich hatte Spaß, ich hoffe, ihr auch. Wenn ja, dann habe ich mein Ziel erfüllt für heute. Habt auf jeden Fall noch einen wundervollen Tag. Wenn ihr den nächsten Part nicht verpassen wollt, könnt ihr mir mal gerne abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann.